Ein sehr entspannendes Spiel. Also. Gucken uns da ja mal den City Transport auch nochmal an, also wie das funktioniert. Wir quasi hier normale Personen befördern können. Beziehungsweise auch Waren transportieren können. Gut, und jetzt haben wir halt die Strecke hier fertig. Oh, San Antonio, noch ein neuer. Eieieiei. Jetzt sitzt sie aber voll langsam, oder? Bei San Antonio hatten wir doch schon, oder? Weil ich das daran, weil wir jetzt San Antonio... Nein, jetzt... Noch San Antonio? San Antonio hatten wir doch schon. Warum haben wir denn jetzt einen neuen Factory Contract, Metalizers. Ah, okay. Ist klar. Das haben jetzt... Ach! San Antonio ist gewachsen und die brauchen jetzt... alles klar. Die haben jetzt hier Ressourcen, die sie exportieren wollen. Und bei den Metalizers haben wir auch Waren, die exportiert werden wollen. Hier raus müssen, aus der Stadt. Gucken wir da mal, wie das funktioniert. Erstmal sagen wir mal hier bei Fort Worth, bauen wir Plattform Nummer 2. Packen wir ein paar Coaches mit dran. Okay, Houston haben wir auch. Gibt es auch einen neuen Factory Contract, alles klar. Die wachsen langsam. Das heißt also, wenn wir die Städte bedienen, wachsen sie. So, und der fährt von Fort Worth hier rüber nach San Antonio. Los. Sehr gut. Das läuft doch schon mal. Gut, und jetzt gucken wir mal, dass wir Pittsburgh nochmal angeschlossen kriegen. New City Contract, Austin. Hier unten, Austin, Texas, alles klar. Also USA-inspirierte Karte. Wer hätte es gedacht? Bei den Namen der Städte. So, und dann sagen wir hier doch mal, glaube, mal ausbauen. Jetzt haben wir nämlich drei Gleise hier. Gucken wir mal. So. Da müssen wir rüber. Und dann können wir uns mal erstmal keinen Wald abreißen. Erstmal noch keinen Wald abreißen. Das wird nämlich ganz schön teuer. Wobei, jetzt müssen wir es eigentlich, ne? Zack. Kostet das? 400 kostet uns das. Ja, die Natur ist ein wertvolles Gut und ist natürlich dementsprechend teuer, das zu zerstören. Nicht gut. So, das haben wir nämlich auch verbunden jetzt. Fantastisch. Das heißt, wir schicken jetzt von Fort Worth, schicken wir einen Zug los. Ja gut, müssen wir natürlich wissen, welche Plattform welche ist. Egal, wir machen aber Plattform 3 hier mal. Das ist die da oben, alles klar. Dann ist es immer 1, 2, 3. Wunderbar. So, Passagiercoach nochmal ran. Und den schicken wir jetzt in Fort Worth rüber nach Pittsburgh. Sehr gut. Und jetzt gucken wir mal. Und zwar, wir wollen uns ja um unsere Stadt hier kümmern, um die Metalizers. So. Amount resources waiting to be exported. Können wir die einfach, also die Frage ist ja, können wir die einfach irgendwo anders in eine andere Stadt reinschicken? Was passiert, wenn wir jetzt Ressourcen nach San Antonio schicken? Das testen wir jetzt mal. Ich glaube, das könnten wir sogar einfach mit einer normalen Straße machen. Die Straße. Okay, die Kurven zieht auch automatisch. Sehr schön. Gehen wir einfach nach San Antonio rein, würde ich sagen. Ah, mit STRG und Alt können wir hoch und runter zoomen im Baumodus. Das haben wir jetzt auch schon mal rausgefunden. Sehr gut. New City Contact Nashville, alles klar. Noch eine neue Stadt dazugekommen.
Zack. So, und dann brauchen wir ein Truck Depot. Ein Truck Depot. Ich glaube, das Truck Depot müssen wir jetzt hier hinsetzen. Gehen wir mal. Ich würde fast sagen, ja. Wir machen es einfach mal. Sicherheitshalber. So, die kommen daran. Ich vermute mal. Ich vermute, wir müssen hier unten auch eins bauen. Schauen wir mal gleich. Holen wir uns jetzt ein paar Trucks hier. So, buy a new truck. Outdated truck. Casual truck. Oder modern truck. Wir holen uns natürlich gleich den modern, oder? Select destination. No other cities in the reach. Keine anderen Städte in der Reichweite. Aber haben wir noch nach San Antonio hier reingebaut. Vielleicht dann wirklich noch hier ein Truck Depot bauen. Ich würde sagen, ja. Jetzt testen wir es einfach. Wir haben jetzt ein Truck Depot hingestellt. Dann gucken wir jetzt mal. Hier geht's. Okay, also wir brauchen in jeder Stadt, die wir liefern wollen, ein Truck Depot. Fährt er jetzt? Ja, da fährt er. Da kommt er. Da kommt unser moderner Truck. Der transportiert hier lecker Ziegelsteine. Okay. Ja, nice. Okay. Das heißt, wir bauen unser Imperium weiter aus gerade. Das würde ja bedeuten, dass wir aus San Antonio, weil die ja auch Waren haben, wobei wir gucken mal, ob der Truck das automatisch hinkriegt. Vielleicht lädt der Truck halt bei den Metalizern lädt er oben halt die Ziegelsteine ein und hier lädt er Öl ein. Mal gucken, ob das klappt. Ja, der Truck braucht wahrscheinlich noch ein bisschen. Ja, der fährt jetzt gerade ganz gemütlich. Hier ist es, okay. Hier sieht man halt die Auslastung der jeweiligen Station. Also wie viele Leute stehen am Bahnsteig und warten auf den Zug? Jedenfalls sind es jetzt 30%. Die Anzeige müsste sich jetzt hier eigentlich leeren. Factory Contract, Fort Worth, alles klar. Die wachsen auch. Ja, und zack, nur noch 19%. Okay, das ist aber... Ich habe das Gefühl, dass wir hier Probleme kriegen könnten. Weil hier steigen welche aus und jetzt sind... Aber wir müssen nachher mal in neue Züge investieren. Würde ich mal tippen. So, hier unten kommt unser kleiner Truck an. Kamera-Movement ist ein bisschen schnell. So, der hat jetzt hier... Und der nimmt Öl mit. Das heißt also, okay, wir brauchen nur an einem Depot quasi Fahrzeuge kaufen. Das ist schon mal gut. Das ist nice. Wir kaufen jetzt hier nochmal einen zweiten Truck. Auch der fährt nach San Antonio. Und einen dritten können wir uns auch nochmal holen. Der fährt auch nach San Antonio. So. Hier warten halt 52 Ziegelsteine. Und die nehmen ja jeweils nur 3 Stück mit. Wird also ziemlich, ziemlich viel sein. Wir können natürlich auch mal gucken, was der... Es gibt nämlich ja auch hier eine Busstation. Hier nämlich. Und in San Antonio werden wir auch mal eine Busstation bauen. Hier so. Und kaufen dann mal einen neuen Bus. Einmal so ein... Also ein Casual Bus hier. Der fährt zu den Metalizern rüber. Und bei den Metalizern drüben haben wir natürlich auch eine Busstation. Beziehungsweise kaufen wir auch einen Bus. Auch so ein Casual und der fährt nach San Antonio rüber. So. Warten denn hier auch Leute? Fahren die welche mit? Ja, da fahren sogar welche mit. Okay, das heißt also, wir können Leute, die warten an den einzelnen Stationen,
Können wir sowohl mit Zügen bedienen, City Connect Seattle, können wir sowohl mit Zügen bedienen, als auch mit den Bussen. Das ist schon mal ganz cool. Ich nehme an, dass es mit dem Flughafen genauso geht. Ja, sehr cool. Sehr nice. Gefällt mir auf jeden Fall. Gut. Wir wollen natürlich auch mal gucken, was passiert, wenn wir einen Flughafen bauen. Da müssen wir ein bisschen Geld sparen, aber das kriegen wir auch. Kriegen jetzt auch relativ schnell hin. Erstmal müssen wir gucken. San Antonio, die haben natürlich auch noch, die haben ordentlich Waren, die loswerden wollen. Ich würde sagen, auch da müssen wir im Depot mal ein bisschen für Nachschub sorgen. Factory Contact Pittsburgh. Die wachsen hier alle wie nichts Böses, ne? So, Metalizer. Metalizer. Metalizers. Ein bisschen Druck auf den Reifen kriegen. Ja, wir müssen ja hier ein bisschen, das muss alles schneller, 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 schneller. Die Fahrzeuge müssen jetzt hier langsam mal ein bisschen Kohle reinbringen. Und während wir jetzt auf Geld warten, würde ich sagen, schießen wir doch mal nach Seattle an. Verbinden wir Metalizer mit Seattle. Muss nicht Space Needle. So, zack, Seattle kriegt einfach einen Bahnhof mitten durch die Straße durchgesetzt, kein Problem. Und dann fangen wir mal an hier ein bisschen. So, und den Berg müssen wir natürlich irgendwie rum. Können wir aber nochmal einmal einsetzen. Und so, zack. Ja, wunderbar. Passt wie angegossen, ne? Als hätten wir es geplant. Auf die Plattform. Wir können es ja mal vielleicht mal... können wir nicht, ne? Nee, uns fehlt noch ein bisschen Geld. Aber wir könnten jetzt mal ein bisschen nochmal sparen, einen kleinen Moment. Dass wir uns gleich hier mal so eine etwas bessere, die Medicore Lokomotive holen können. Die mit jeweils 5 Wagen, 12 Sitzen ausgestattet ist. Darauf können wir noch ein bisschen hinsparen gerade, würde ich sagen. So. Sagen unsere Busse. Ich meine, wie viele Leute warten jetzt hier? 80. Das heißt, wir könnten durchaus auch nochmal einen Bus holen. Hoffentlich dann mal ein paar günstige hier. Einfach damit wir die Leute loswerden. Die müssen hier raus aus der Stadt. San Antonio, San Antonio. San Antonio. Weil sonst haben wir halt echt ein Problem nachher hier gleich. Hier warten so viele Leute. Immer, also es warten ja immer noch 27 jetzt hier. Und hier. Plattform overcrowded in Nashville. Ja, Entschuldigung Nashville, ich hab dich halt noch nicht angeschlossen. Achso, das ist einmal Austin. Und hier in Nashville, ja. Nee, nichts für, ne? So. Meckern die, dass die Plattform überlaufen ist, obwohl wir noch gar nichts hingesetzt haben. Ja, Entschuldigung, bitte. Ich kümmere mich ja gleich drum. Deshalb müssen wir jetzt hier Seattle nochmal anschließen. Dann machen wir nochmal eine normale Lokomotive für 100. Mit 3 Waggons. Und starten im Metalizer und fahren nach Seattle. Und los. So. Wo haben wir noch die nächsten Städte, die warten? New City Contract, Los Angeles. Ja, super. Da ist bestimmt auch gleich wieder overcrowded. Verdammt. Beginn von Fort Worth werden wir eine weitere Strecke bauen und zwar nach Nashville runter. In Nashville. Da. Okay.
Berg. Ja, dieser Berg hier ist halt schon krass im Weg, ne? Und das kosten zu viel. Machen wir lieber um den Berg rum. Nein! Shit. Passt nicht ganz. Mist. So, hier ist Nashville. Die kriegen jetzt einen wunderbaren Bahnhof. Und sind jetzt auch schon angeschlossen. Da kaufen wir dann gleich mal einen Zug nochmal. Wir haben immer noch 311. Vielleicht sollte man einen kleinen Moment warten. Die Strecke ist schon einen Tick länger. Das wäre, glaube ich, sinnvoll, wenn wir da ein bisschen größeren Zug einsetzen. Den nehme ich für 400 hier. So, 5 Waggons daran. Oh, sieht schon schick aus. Sieht schon schick aus. Und der fährt jetzt nach Fort Worth. Los. 60 Passagiere passen da komplett rein. Dann halt trotzdem immer noch 180 hier. Das ist halt ordentlich, sportlich. Lass ich mal gucken, ob wir... hier so ein zweites Gleis setzen könnten, unter Umständen. Welches dafür sorgt, dass wir hier eine Ausweichroute haben. Dass hier quasi auch zwei Züge parallel fahren können. Das ist das Ziel dahinter. So nehme ich. Und hier auch. Dann könnten wir wahrscheinlich jetzt nochmal einen zweiten Zug hier einsetzen. 117 haben wir jetzt. Und der fährt jetzt nach Rockwell. So. Und los. Sehr gut. Und die weichen auch ganz gut aus hier, haben wir gerade gesehen. Hier kamen gerade zwei Züge rein. Factory Contact Seattle. Alles klar, Seattle hat auch schon Bock, Fabriken zu bauen. Hier kommen einiges an Zügen jetzt rein. Also Fort Worth wird so ein bisschen Umschlagplatz, habe ich das Gefühl gerade. Und jetzt kommt auch endlich die Kohle langsam rein. Nachdem wir beim ersten Versuch ja so kläglich gescheitert sind. Könnte man hier nicht sehen, wie viele Leute hier mitfahren? Moment. Upgrade this train. Was passiert denn dann? Ah, okay. Wir können einfach die Lokomotiven ab... Oh, das ist natürlich... Praktisch. Moment. Das ist natürlich nice. Passt auf. Hier in San Antonio warten ja relativ viele Leute. Dann würde ich sagen, upgraden wir den Zug hier mal. Und packen da jetzt noch ein paar Passenger Coaches mit dran, also noch ein bisschen mehr Transport. Und einige warten halt hier nach San Antonio zu kommen. Das heißt, sie müssen aber erstmal zu Metalizers rüber und von dort aus nach Seattle. Das könnten wir sicherlich auch nochmal anders lösen. Moment. Wenn wir nämlich von hier aus abgehen. Aber das ist halt, hier ist echt das Problem mit den Bergen. Da bräuchten wir definitiv Tunnel. Na, wobei. Testen wir, schauen mal. Wir schauen mal. Mal so. Hm.
Es geht nicht. Das ist nicht so, wie ich mir das gerade vorgestellt habe.